So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Eine neue Runde im Eis. Hallöchen alle zusammen, die im Chat dabei sind. Hallöchen alle zusammen, die nachträglich kommen. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Ich stelle euch gleich mal alles vor, was hier so Sache ist. Aber ja, das ist unsere Map. Im tiefsten Eis eine schöne Bergregion. Ihr könnt euch schon denken, was wir daraus machen werden. Das sind unsere drei mutigen Leute. Die Modliste gibt es natürlich auch wieder. Werde ich alles noch erstellen. Und ja, wir haben wohlig warme minus 23 Grad heute. Es ist, würde ich sagen, ein sonniger Tag im Sommer. Ja, das sind unsere drei Kombatanten. Wir haben hier einmal den Tom mit einer wunderschönen Frisur, wie man sieht. Komm, Tom, zeige ich doch mal. Ah, fast, ja, das ist der Tom. Er sieht heiß aus. Dann haben wir die Rubber. Das ist die Dame hier im Bunde. Und dann zum Schluss noch den Pixel. Der hat hier so eine schöne Frisur, deswegen Pixel. So. Ja, unsere Religion vielleicht noch ganz interessant. Der tiefe Sturz genannt. Das habe ich hier nicht, aber unsere Gottheit ist der König der Tiefe. Der tiefste Gräber. Und ja, das sind so die ganzen Sachen. Ist einfach custom erstellt, die Religion. Reliquien, die Rüstung des ersten Gräbers. Ja, das ist es. Und das ist unsere Map. Und das könnte sehr, sehr schnell in die Binsen gehen hier, wenn wir nicht aufpassen. 298 gefrorene Burger später. Ja, geht gut los. Kacke. Ah nein, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt schon wieder vorbei, oder? Das ist schon wieder vorbei. Sind bewegungsunfähig, die Leute. Okay, Leute, wir laden nochmal neu. Reg mich jetzt schon wieder auf. Wir laden nochmal neu. Speedrun vorbei, genau. So. Okay, nochmal. Wir stehen hier. Hier kommen wir ja nicht rüber. Das ist blöd. Das Einzige, was wir theoretisch machen können... Nee, ich will, dass die da oben sind. Das muss auch klappen, oder? Komm. Wir machen jetzt nur mal ein Feld. So. Dann müssen die nicht so lang buddeln. So was Doofes aber auch, du. Hör mal. Ich stell die noch gar nicht ein, glaube ich. Die sollen jetzt einfach alle Bergbau machen. Das ist das Einzige, was ich einstelle. So, komm, auf geht's. Leg los. Wir kriegen die da rein. wir kriegen das hin. So. Warum rennt der jetzt schon wieder zurück? Er will sich eine Waffe holen. So. Leute, jetzt hier. Tür. So, der Pixel ist, glaube ich, auch noch derjenige, der baut, ne? Genau. So, das heißt, der Pixel... Nein, der soll nicht den Marmorbrocken aufheben, der soll die Tür bauen. Himmel. Und gleich neue Liebhaber. Pixel und Rubber. Laufen sie halt ständig hin und her, ne? Das ist halt echt... Du darfst denen nichts erlauben, sonst tun sie es nämlich. So, oh, geil. So. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt Temperatur, Lagerfeuer. Wie viel Grad haben wir da drin? Minus 8. Das ist ja eigentlich ganz warm. Aber wird halt kälter, ne? So, oh, geil. Geil, geil, geil. Sehr gut. Das haben wir geschafft. So.
Pixel, rein mit dir. Geh da rein. Wärm dich auf. Oh. Geschafft. So, warte. Abfallzone hier mal kurz her. Dann soll er den wegtragen. So, und jetzt, lieber Pixel, leg dich doch jetzt hin, du Dödel. Nee, ich will doch rumlaufen bei minus 17 Grad. Ich finde das geil. Ich hab nämlich Hunger. Ah, Pixel. War jetzt ein bisschen warm jetzt, aber lieber in der Hitze geschlafen. Als gar nicht. Ist der eine Nachteule? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, er ist einfach nur ein Idiot. Sag ich doch, er ist einfach nur ein Idiot. So, jetzt können wir hier mal... Wohlig warme minus 16 Grad, aber hey... So weit, so gut. So. Hat sich schon jemand um den Pixel... Ja, es kümmert sich bestimmt gleich jemand. Ich hätte denen vielleicht noch Mützen mitgeben müssen. Wäre schlau gewesen, ne? Möchte vielleicht mal jemand den Pixel behandeln? Der stirbt sonst, der gute Mann. In 9 Stunden nämlich. Dem ist auch schon ein bisschen was abgefroren. So. Erster Raum ist fertig. Wunderbar. Hey, 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 hey. Was ein Krampf, du. So. Ne, hier mache ich noch nicht. Das machen wir später dann. Und jetzt schauen wir, dass wir hier erstmal ein paar Räume ausgehoben bekommen. Wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass wir uns möglichst schnell hier Strom holen, weil wir haben nicht unendlich viel Holz und Holz wird uns irgendwann ausgehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier irgendwie eine Windturbine oder so. Wir haben halt keine Batterien aktuell. Aber eine Windturbine, glaube ich, klingt gerade gut. So. Ja, jedes Mal ein bisschen was mitnehmen. Das passt dann schon. So. Und schlafen, natürlich schlafen. Ja, niemand hat gesagt, dass das leicht wird. Aber wir kriegen das hin. So, Pixel ist mal wieder wach. Wunderbar. Könntest du auch einfach, warte mal, trag doch mal hier die Überlebensration weg. Dann können wir hier schon mal, genau, wunderbar. Ist ja alles tiefgefroren, ne? Da geht nichts schief. So, vielleicht sollten wir mal grob die Basis planen. Hat's ein DLC-Update? Nö. Gibt gar nichts zu RimWorld. Gibt nur viele, viele schöne bunte Mods. So, der Tom ist am Zusammenbrechen. Warum bist du... Ist nicht ordentlich. Oh, Rubber hat ihn zurückgewiesen. Tja, das wird auch so bleiben, mein Lieber, weil die ist nämlich mit Pixel zusammen. So, lass uns mal ein bisschen planen hier. Also. Wir wollen hier auf jeden Fall so einen Dreierweg haben. Und den können wir theoretisch unendlich weit hinein machen. Also zumindest bis zu dieser Linie hier. Dann. Irgendwo muss eine Abzweigung hin. Dann machen wir hier mal eine her. Und hier mal eine her. So, das haben wir schon mal verbümmelt. So. Jetzt müssen wir gucken.
Lass uns hier mal. Machen wir hier mal das Esszimmer her. Kann man dann von beiden Seiten betreten. Und hier machen wir den Aufenthaltsraum. Genau. Dann machen wir hier die Küche. Die muss nicht so groß sein. Und hier machen wir dann das Futterlager. So, das ist auch schon mal prima. So, dann Handwerk. Machen wir mal so. Das wird der Handwerksraum. Und hier kommt dann hier kommt das Lager dann hin. Das reicht uns ja erstmal. Ja gut, Räume brauchen wir noch. Die machen wir jetzt erstmal wirklich hier, die Räume. Wir könnten jetzt drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, so viel gleich zu planen, aber ich sage ja. Na, hier wollen wir das haben. Blub. So. Das Lager müssen wir auf jeden Fall gleich nach drinnen verlegen, weil die Bauteile werden uns sonst kaputt gehen. Und das wollen wir nicht. So, das heißt, Lagerzone hier rein, die weg. Wobei das Essenslager lassen wir erstmal draußen, würde ich sagen. Das heißt, hier kommt keine Nahrung rein. Und keine Medizin. Genau. Und keine Bierwürze. Genau. Passt. Und Pflanzliches kann auch nicht rein. So. Wenn der jetzt zusammenbricht, ne, der Tom, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Weil dann rennt der draußen vielleicht herum und segnet das Zeitliche. Man kann doch bestimmt auch geplante Räumlichkeiten erstmal vom tatsächlichen Bau ausklammern. Ja, das ist ja auch eine Planung. Sehr gut erkannt. So. Was wir auf jeden Fall schnell brauchen, wird ein Labortisch sein. Ah, können wir den aus... Den können wir auch aus was anderem, ne? Stahl. Bauen wir aus Stahl. So. Ich glaube, wir können mal... Ich fange jetzt mal an, ne? Wahrscheinlich sterben sie jetzt gleich wieder alle. Dann steh mal wieder ganz doof da, du. So. Unseren Hauptforscher, das wird der Pixel sein. Den nehme ich jetzt mal vom Bergbau aus. Der muss forschen. Wir müssen jetzt möglichst schnell die Forschungen durchkriegen. Wir brauchen schnellstmöglich Batterien. Sonst ist es doof. Sehr schön, Windturbine läuft. Die hilft uns allerdings nichts, wenn wir keine Batterien haben. So, wunderbar. Gut, sehr schön. 400 kostet die Batterie.
Die kann der Pixel dann gleich erforschen. So, hier sollten wir nur Nahrung zulassen und Medizin. Der Rest ist jetzt erstmal egal. Ein hiesiger Free Chaos ist verrückt geworden. Oh mein Gott. Ja, der wird uns aber nicht angreifen können. Da sind wir safe. Gott sei Dank. Hallo Archeon. Oh oh. Tom trauert. Ich hoffe, jemand kann ihn beruhigen. Oder er geht zumindest rein. Oh, er geht rein, Gott sei Dank. Er geht rein, Halleluja. Drinnen kann er so viel trauern, wie er will. Wenn der drinnen ein bisschen trauert, ist in Ordnung. Drinnen kannst du trauern, wie du lustig bist, solange du nicht draußen trauerst. Draußen trauern ist uncool. So, ich nehme jetzt mal den Pixel aus allem raus. Der soll nichts mehr machen, vielleicht reinigen lasse ich. Nee, reinigen soll er auch nicht mehr. Der soll gar nichts mehr machen, außer bauen, aufsehen und halt Arztzeugs. Und dann soll der nämlich hier forschen, der gute Mann. Und den Rest schicke ich jetzt weiterhin in die Mine. Die sollen jetzt die 7 Zwerge machen hier. Sehr schön. Der forscht, wunderbar. So, Siedlung, Königreich, dort, nee, warte, so heißt unsere Fraktion, das Königreich, dort die, mit der Tiefe, ne? Und, der Diamant. So. Der Diamant. Schauen wir mal, dass wir hier vielleicht demnächst gleich einen schönen Schlafsaal hinbekommen auch. Wenn der Tom sich beruhigt hat. Oh ja, Beruhigung männlich finde ich gut. Wir brauchen noch was zur Entspannung. Zur Entspannung. Ein Hufeisenstab. So, hier können wir die Pläne schon wieder entfernen. Das ist ja auch schon in Auftrag gegeben. Oh, die zerfallen, weil sie nicht überdacht sind. Hm. Ja, aber das macht ja nichts. Ja, doch, macht schon was. Da können wir jetzt nicht viel machen gerade. Aber die halten noch ein bisschen. Die halten noch ein bisschen. Alles gut. Oh, what a pleasant surprise. Türe. Ah, nee, Türe ist doof, ne? Weil, wegen Heizung. Mist aber auch. Ach Gott. Ach, ja gut, das ist mir wurscht. Die kommen eh nicht durch. Ah doch, die kommen sogar durch. Geil. Essen, Leute. Das ist gratis Essen, aber wir müssen aufpassen mit der antiken Gefahr.
Wir wollen uns da nicht reinbuddeln. So, Nation der Braga kommt hier. Da kommt der Free Chaos schon wieder. Oh, der wäre sogar gar... Nee, den brauchen wir nicht. Der ist schlicht. Den essen wir. Wir sind natürlich wieder Kannibalen, weil Kannibalen lustig sind. Also, in Rimworld. Im echten Leben jetzt nicht so. Aber lass den mal kommen. Lass den erstmal kommen, den guten Mann. So, jetzt kommt der. Müssen die Wege möglichst gering halten. Oh, gleich mal einen Kopfschuss hier reingedrückt. Sehr gut. Ist der unbewaffnet? Ja, der ist unbewaffnet. Aber der hat Essen dabei, das finde ich geil. So. Ja, lass ihn mal hier draußen abnippeln. Obwohl, warte. Entkleiden bitte. Der hat nämlich hier... Der hat einen Parker. Den können wir uns anziehen. Yes! Nice!